Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zurück zu FTL. Wir gehen über Continue zurück zur Kestrel mit unserer Besatzung Olafsson, Jorlek, Felicity, Hasifa, Aisted und Frederick. Na, wir haben ja mal eine multinationale Besatzung hier. Die Hülle, naja, 70% haben wir noch an Leben. Das Problem bei uns war, wir hatten kein Fuel. Uns ist Fuel alle gegangen, was uns diese dezente Anzeige hier von wegen No Fuel versucht mitzuteilen. Okay. Nee, Distress Beacon on. Jo, und dann warten wir mal. Mal schauen, was passiert. Ah, you detect a Mantis Ship. Mantis sind diese insektenartigen Viecher, die super starken Nahkampfschaden machen. Aber total schlecht im Operieren sind. So. Ah ja, okay. Die kommen her und die wollen sich prügeln. Na gut. Dann prügeln wir. Ah, das war zu erwarten, dass die hier rein stackeln. Ah, wobei, in dem Raum hat er hier nichts zu tun, also lassen wir ihn ruhig weiter gegen die Tür hämmern. Währenddessen lädt sich hier unser Burst Laser auf. Die haben Doppelschilde. Seht ihr? Zwei Punkte. Heißt zwei Schildschichten sozusagen. Genau wie bei uns. Also wir werden von unseren drei Schüssen Burst Laser zwei für die Schilde verbrauchen müssen. Und den letzten, ja, nehmen wir auf die Schilde. Die haben, ich glaube nicht, dass die viel Schaden machen können. So, ja. Unsere Schilde sind so... Die haben auch noch eine Rakete. Nee. Alles gut, alles gut. Hoppala. Hier. Kurz mal Olafsson helfen. Der kommt alleine mit dem Mantis nicht klar. Vielleicht muss Felicity auch nochmal mithelfen. Nee. So. Der Mantis hat die Biege gemacht. So, unsere Schilde halten Stand. Seine eher weniger. Sehr gut. Ja, ja, schießt du nur. Schild-Upgrade, sage ich dann nur. So, schießt auf die Schilde, bis sie komplett down sind. Oh, oh, Enemy FTL Charging, der will abhauen. Okay, Focus Fire auf das Cockpit. Falscher Raum. Sauerstoff raus und dann soll er mal versuchen, hier durch die Tür zu kommen, während er erstickt. Muahaha, ist mir böse. Oh, bist du da gar reingekommen? Penner. Enemy FTL Delayed. Kommt der jetzt wirklich in die Waffe? Der kommt in die Waffenkammer rein. So, rüber mit dir. Türen schließen, wir wollen hier nicht selber ersticken. Ja, hat sich rausgebeamt. Jetzt schießt endlich mal die Schilde zu Klump, das gibt's ja nicht. Na, endlich. So, feuerfrei auf die... Die Waffen sind mir egal. Schießt weit auf die Schilde. Auf die Schildgeneratoren, besser gesagt. Und tschüss. Dankeschön. Und wir kriegen ein bisschen Fuel, ja, drei Fuel immerhin. Drei Fuel und 28 Scrap Metal. So, mal kurz die angeschlagenen Kapitäne, und mit Kapitäne meine ich nur Olofsson, unser werter Schwede, mal wieder zurechtheilen. Der hat ein paar Klauen wahrscheinlich abgekriegt. So, okay, wir können nicht jumpen, solange der Pilot da nicht drin ist. So, jetzt müsste es wieder gehen. So, wir brauchen aber mehr Fuel. Was habe ich hier? There must have been witch pickings for pirates around here. Okay, wir finden also Piraten, die etwas abgenutzt erscheinen, aber wild auf einen Fight sind. Oh, oh, Rakete, immer gefährlich. Und irgendwas mega krasses, so ein Charge Laser oder irgend sowas. Da müssen wir, oh, discharged. Feuer auf die Waffen. Oh, die Rakete. Au! Okay, nicht so schlimm, alles gut. Schießt auf die Schilde, das kriegen wir ja niemals down sonst. Heilige Scheiße. Oh, die Rakete. Das Ding macht auch zwei Schaden, das Teil. Oh, sehr bitter. Okay, egal. Schieß auf die Schilde, schieß auf die Waffen. Wir brauchen mehr Durchschlagskraft. Wir kommen durch die Schilde nicht anständig durch. Die schießen uns zu Klump. Na toll, jetzt verfehlen wir auch noch. Verdammte Axt. Und das war unser Antrieb. Reparaturkruß, los. Oh Gott, diese eine Rakete, die schießt uns komplett zu Klump. Heilige Scheiße, kommt schon, Leute. FTL laden und weg hier. Ja, super. Also ein Schuss noch, wenn er nochmal schießt, sind wir weg. Okay, weg hier. Das halten wir nicht mehr lange durch. Wir treffen auf einen Scout, also wieder so eine Sonde.
Und wir können es entweder riskieren, ihren Datenkern runterzuladen, oder wir zerschrotten sie. Wir zerschrotten sie gleich. Wir haben nicht viel Kapazitäten übrig momentan. So wenig Leben und nur noch einem Fuel. Wir springen so weit wie möglich nach vorne und hoffen auf was Gutes zu treffen. Wir müssen einen Laden finden. Schon wieder eine Drone. Automated Ships, automatische Drohne. Entweder angreifen oder avoiden. Ja, wenn wir es avoiden, bleiben wir hängen. Okay. Voller Angriff. So. Alle wieder in ihre Stellen. Und toll. Gut, dass ich Jolly gerade eingesperrt habe. FTL Charging. Schlecht. Okay, Feuer aufs Cockpit. Immer noch Charging. Komm einfach, mach nicht genug Schaden an den Schilden. Das ist die Sache. Also, wir müssen das Cockpit zu Klump schießen. Oh oh. Oh oh. Unsere Schilde sind down. Und wir können nicht mehr wegjumpen. Wir können nicht wegjumpen. Weil wir kein Fuel haben. Wir müssen uns da hier von zu Klump schießen lassen. Okay, Schilde wieder restored. Dieser Strahl, dieser kleine rote Strahl. Der prallt von den Schilden ab. Das ist gut. Haben wir aber keine Schilde, von denen er abprallen kann, sind wir richtig geleckt, weil das Ding macht richtig bitter Schaden. Ah, okay. Eine Schildschicht haben wir immerhin, sind wir losgeworden. Okay, schieß weiter auf die Shields. Autsch. Los, reparieren. Die Waffen schießen. Schieß dieses Charge zu Klump. Oh, da ist Feuer ausgebrochen. Ganz schlecht. Oh Gott, das gibt Probleme, das Feuer hier hinten. Auf das Cockpit schießen. Wenn er jetzt wegjumpt, haben wir ein Problem. Dann repariere ich hier mal das Medbay. Das Feuer kümmern wir uns nachher. Komm, ein Schaden noch. Ein Schaden müssen wir hinzufügen. Seid ihr heile? Oh shit. Ab in die Waffenkammer. Das Feuer darf nicht übergreifen. So, na geht doch. Wir haben noch 3 Leben, das gibt's ja nicht. Und wir kriegen, na immerhin, ein bisschen Fuel. Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Okay, löscht das Feuer im Sauerstoff. In der Sauerstoffwiederaufbereitung, das ist prioritär. So. Weißt du was, und du reparierst mal die Türen währenddessen. Los, 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 los. Ihr kriegt ja wohl diese blöde Feuer in den Griff. Man, du gehst darüber. Hasifa? Helf mal, das Feuer hier im Griff zu halten. Okay. Jetzt geht ihr darüber und cleart dieses Feuer. Ich weiß nicht, ob 2 Menschen 2 Feuerherde in den Griff kriegen. Wir werden es gleich herausfinden. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Kommt schon. Oh, sehr gut. Okay. So, jetzt verpassen wir alle ein bisschen eine Verjüngungskur. Die haben nämlich. Bis auf Captain haben alle etwas darunter gelitten. So. Okay, also alle mal hier durchwandern durch die Mad Bay. Okay. Und sobald Hasifa fertig ist, kommen alle wieder an ihren Platz und wir können weiterfliegen. Da ist ein Store! Wir nehmen den Store. Der repariert uns, da können wir uns reparieren, da können wir Waffen kaufen, das ist wichtig. Okay. Und es gibt keine Waffen, es gibt nur Drohnen. Defense Drone, System Repair Drone, ja, die repariert die, ja. Und Feuerverursachungsdrone. Nettes Spielchen, aber dann können wir nicht viel anfangen. Wir könnten uns eine Drone Control kaufen und dann könnten wir mit den Drohnen was anfangen. Aber ein Defense Drone. Die Defense Drone 2 ist relativ gut. Die kann sogar reinkommende Laserschüsse abschießen. Ist irgendwie ziemlich. Naja. Aber ich glaube, es ist wichtiger. Dafür haben wir sowieso nicht genug Geld. Das würde uns 145 Cash kosten. Das haben wir bei weitem nicht genug. Okay, dann fixen wir einfach mal so viel wie möglich. So, und Fuel nehmen wir alles mit, was da ist. Zu verkaufen haben wir eh nichts. Und kaufen, ja, wir könnten jemanden anheuern, aber blub. Ja, unser Crew ist groß genug und wir bräuchten mehr Kohle. Okay. Also, weiter geht's. Also, wir kriegen einen Distress Call, sprich einen Hilferuf von einem NG-Ship.
Assistant requested. Danger present. Imminent to destruction. Aha, helfen wir. So. Also, wir finden ein Mantis-Ship, das einen kleinen Engine Space Station, naja, belästigt, sagen wir mal so. Auf in den Kampf. Oh mein Gott. Das Ding ist immer bewaffnet bis an die Zähne. Schießen wir direkt auf die Waffen. Vollschuss, alles auf die Waffen. Ich hab die Befürchtung, wenn wir anfangen, erst die Schilde zu breit zu schießen, bis die Schilde down sind, leben wir nicht mehr. Also einfach immer voll auf die Waffen drauf. Autsch. Dieses Teil hier, das so unscheinbar aussieht, ist ähnlich wie eine Rakete, ähnlich wie eine Missile. Mit dem hinterhältigen Beisatz, dass das Ding sich praktisch in dein Schiff reinbeamt. Das heißt, man kann es nicht einmal irgendwie auf dem Weg abschießen durch so Defense-Drones. Das ist richtig hinterfotzig, das Teil. Aber wir haben es abgeschaltet. Also, insofern. Es braucht anscheinend ewig zu laden. Ah. Langsam stetig. Das Ding lädt seinen FTL-Antrieb nicht, also entsprechend laufen wir nicht Gefahr, dass es davon hüpft. Also können wir es in aller Ruhe zu Klump schießen. So, der Schildgenerator ist auch so weit beschädigt, dass er nur noch eine Schildblase aufbaut. Und wenn wir jetzt nochmal drauf schießen, geht sogar Layla hier drauf. Und tschüss, Layla. So, wer ist hier? Jill mit 16 Health. Den schießen wir jetzt über den Haufen. Und piu, piu, piu. Boom! Und tschüss. Das hat doch gut funktioniert. Wir kriegen sogar Fuel, wir kriegen ein bisschen Kohle. Oh! Als Dankeschön für die Hilfe kriegen wir noch Kohle von der Station und wir kriegen Serama. Serima. Wir kriegen ein Engie. Die Engies, das ist eine Alienrasse. Da ist er. Die taugen nicht für den Kampf, aber die können super reparieren. Die sind irgendwie so halb kybernetisch. Und die können super gut reparieren. Und können super schlecht kämpfen. Das sind praktisch die Gegenteile zu den Hasifa, zu den Mantis. Die können super gut kämpfen und super schlecht reparieren. Okay, das ist unsere Repair Crew. Wo stellen wir den denn mal hin? Hier, zu den Oxidizer. Ne, der kommt hier in die Mad Bay. So, okay. Alles klar. Distress Call. Wir haben über 100 Scrap Metal. Können wir damit irgendwas anfangen? Wir können die Türen upgraden. Toll. Mad Bay upgraden. Sensoren, okay, wir können unsere Schilde upgraden, aber bräuchten mehr Waffen. Wir behalten mal die Kohle, für falls wir irgendwo zu der Gelegenheit kommen, ein paar Waffen zu kaufen. Was finden wir hier? Eine kleine Engie Research Station. So, it's distress call unanswered, checked by Paris. Aha, also die rufen um Hilfe und keiner hat geantwortet und... Es sieht aus, als hätten Mantis angegriffen. Okay, investigieren wir die Station. Border Station. Es gibt so nichts Spannendes auf der Station. Alles leer. Oh, aber ein Store haben wir gefunden mit 124 Tacken. Gib mir Waffen. Es ist, glaube ich, unnötig zu erwähnen, dass man, was man im Store findet, auch zufällig generiert wird. Oh, was hat der denn hier? Hier haben wir Drone Control, Cloaking. Cloaking ist super geil, aber... Woher die Kohle? Backup Battery auch gut, aber eher später im Spiel. Was ist das? Ja, Prevents Enemy Defense Drones. Ja, interessiert mich gerade weniger. Toll. Nichts Brauchbares. Wuff. Ich meine, das Einzige, was wir verkaufen könnten, wäre, wir könnten unsere Burst Laser verkaufen. Dann könnten wir uns Cloaking kaufen. Problem dabei natürlich, wir können uns vertanen, aber nicht schießen. Toll. Wir können uns Drone Control kaufen. Das Problem ist nur, die brauchen Drohnen und davon haben wir auch nur 6 Stück und wir können es uns nicht wirklich leisten, ständig Drohnen zu kaufen. Wuff. Na gut. Nehmen wir ein paar Reparatureinheiten mit. Und ja, sagen wir Dankeschön und weiter geht's. Wuff. Na gut. Also da hoch. Jetzt schauen wir mal. Naja, wir finden ein paar Schrottteile, die um einen Gasgiganten sich drehen. Die nehmen wir gleich mal mit. Ein bisschen Fuel, das ist immer schön. Und weiter geht's. Oh, was haben wir hier? Was wie ein einzelnes angeknackstes Schiff aussieht, es ist eigentlich zwei Schiffe, die ineinander gesmashed sind. Oh, cool. Also sprich, die haben sich gebattelt und so haben sie ihre Nasen ineinander gesteckt.
Das ist a flurry of comm signals and damage. Also auf Deutsch, die quetschen umeinander im auf ihrem Signal, in ihrem Comm-Signal. Und es ist sehr schwer herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Wir schätzen, dass das Schiff von den NG ist, aber schwer zu sagen. Okay, die sind wohl ineinander verkeilt. Also gut, was machen wir? Attempt to help the ships by prying them apart. Prying them apart? Also ich vermute, auseinanderreißen? Okay, wir können sie auseinanderreißen. Wir können sie ignorieren. Oder, weil wir ein NG-Crew-Member haben, die blauen Dinge sind meistens die besten, wir können den NG-Crew-Member eins der Wessel rufen lassen und den Damage einschätzen. Wisst ihr was? Das machen wir. Unser NG-Crew-Member will nicht. Darf ich vielleicht erwähnen, dass die NG nicht die besten sind, was Kommunikation angeht? Also die reden ziemlich beschissen. Okay. Also, nachdem seiner Beschreibung, unser NG-Crew-Mitglied will nicht, er beschreibt die Situation wohl etwas zurückhaltend, von wegen, die beiden Schiffe würden miteinander, sagen wir mal so, die würden, naja, die wir hätten sich lieb. So, so oder so, wir entscheiden, die beiden NG-Ships ihr Zeug machen zu lassen und kriegen ein bisschen Scrap aus der Umgebung, was so durch die Gegend geflogen ist, wo wir nicht fragen, wo das herkommt. Wir sagen danke für das Scrap Metal und hauen wieder ab. Und wir haben uns verzählt, beziehungsweise ich habe mich verzählt. Ich glaube, wir kommen nicht mehr rechtzeitig zum Exit Point. Was schlecht wäre. Oh, wir kriegen eine Waffe. Holy crap, a weapon just floating in space. Wir haben einfach so eine Waffe abgegriffen. Geile Schande. Geilo, geilo, geilo. Heavy Laser. Required Power 1. Schießt einmal. Naja, immerhin. Ein zusätzlicher Schuss. Ein zusätzlicher Schuss ist nicht so, und ganz knapp sogar noch geschafft, aus dem System rauszuhauen. Immerhin haben wir eine zusätzliche Waffe, ist doch geil. So, was haben wir denn hier? Pirate Markings on a ship in orbit. Wir haben schon wieder ein Schiff gefunden. Es ist Hail Attack. Rufen wir das Schiff. Ah, die wollen schon wieder docken. Ja, wir docken. Das Ding bietet immer Drohnen an. Die letzten drei Mal, glaube ich, haben wir immer Drohnenparts bekommen. Das nächste Mal schieße ich einfach drauf. Die Drohnenparts interessieren mich nicht. Wenn ich jetzt Buy Nothing klicke, kriegen wir wieder Schaden, oder? Ja, habe ich es gesagt. Nächstes Mal schieße ich einfach drauf. Also, Heavy Laser können wir immer noch ausprobieren. Oh Gott, was ist denn hier los? Hier ist ja alles kaputt. So, ihr zwei. Repariert hier den Crack. Angie, geh dahinter. Weißt du was? Jarlok geht auch dahinter. Wisst ihr was? Scheiß auf den Crack. Alle in den Maschinenraum. Repariert das. Klärt mal das Fire Dart. Das kann man wohl nicht angehen hier, dass der Maschinenraum in Flammen steht. So, bitte klärt das mal. Okay. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Der Heavy Laser macht nämlich richtig geilen Damage. Die müssen wir aber irgendwie durch die Schilde durchkriegen. Damit unser Kollege hier wohl kein Problem hat. So, Burst Laser, feuerfrei auf deren Waffen. So, Heavy Laser hinterher auch auf deren Waffen. Boom. So, fuck, die Raketen sind noch online. Okay, ihr zwei, Jarlok, Felicity, ab in die Waffenkammer. Klärt man den Eindringling hier. So. Okay. Das ist geklärt. Dann kümmert euch um den Crack hier. Serima, um den Crack da unten bitte. So. Burst Laser auf die Schilde. Gut, getroffen. Heavy Laser auch auf die Schilde. Zerlegt die mal völlig. Gut. Take everything we have and let's both forget this happened. Nein. Jetzt musst du sterben, du Sack. Oh oh. Volle Energie in die Sauerstoffumleitung. Ihr zwei ab in die Medbay. Sama, du auch. Serima, du auch in die Medbay. So. Burst Laser auf die Waffen. Heavy Laser aufs Cockpit. Boom, boom. Ja, das war's. Ja, hier, so. Das nächste Mal nochmal mich locken hier. Der Penner. So. Okay. Bis alle sich heilen, springen wir schon mal in den nächsten Sektor. Zoltan Homewards oder Pirate Control? Zoltan Pirate, Zoltan Pirate. Wir nehmen Pirate Control. Da gibt's mehr Action. So. Und damit werden wir diese, naja, sagen wir mal, gut gelaufene Folge beenden. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, Comments sind gerne gesehen und gerne gelesen. Und wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder reinschauen. Wenn wir uns durch diesen,
Lass mal sehen, wie der aussieht. Durch Sektor Nummer 4, Pirate Control Sektor prügeln. Ein paar Nebel haben wir hier. Und schauen, dass wir uns ein bisschen auftakeln, ein paar mehr Waffen kriegen. Das wäre ganz gut, weil irgendwie vermisse ich ein bisschen Firepower. So, das sehen wir beim nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß.